Die Tür muss ausgehängt werden. Sie quietscht und das nervt ganz gehörig. Beherzt gehe ich ans Werk und hebe die Tür aus den Angeln. Na gut, ich brauche 2 Anläufe, bis es endlich gelingt. Warum nur ist das Ding so schwer, geht es mir durch den Kopf. Auf- und zumachen lässt sich die Tür doch mühelos. Schwere Dinge leicht gemacht oder Leichtes schwer gemacht. Darum geht es hier. Liebe Zuschauer, der Text aus dem 5. Buch Mose lacht mich an. Ich musste schmunzeln, als ich ihn gelesen habe. Das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Ich hatte schon so eine Vorstellung, als ich die Bibelstelle sah. Ohne den Text gelesen zu haben, dachte ich, das wird nicht leicht. Und ich erwog, nach einer Alternative Ausschau zu halten. Schließlich ahnte ich, worum es gehen könnte. Um die Gebote, die Weisungen, die Mose am Ende der langen Wüstenwanderung Gottes Volk ans Herz gelegt hat. Hier im 5. Buch Mose ein 2. Mal für eine neue Generation. Eine Generation, die bereit war, in das Land der Verheißung zu ziehen. Über Gesetze zu sprechen, das könnte ein wenig trocken und theoretisch werden und ein Klang von Mahnung könnte mitschwingen. Aber nein, dieser Text lacht mich an. Hören wir auf 5. Mose 30, 11 bis 14. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns herholen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Da predigen wir doch manchmal etwas anderes in unserer evangelischen Kirche, dass die Gebote schwer sind und lästig, ein Mühlstein auf unserem Hals und überhaupt ein wenig zu viel. Wir können es ja gar nicht schaffen, die Gebote ganz zu erfüllen. Aber da steht etwas, das mich schmunzeln lässt. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Da sagt Mose doch glatt vor tausenden von Jahren, Gottes Gebote zu erfüllen ist keine Raketenwissenschaft. Um sie zu befolgen, muss ich nicht erst in der Lage sein, eine Rakete zu bauen, um nach den Sternen zu greifen. Was Gott geboten hat, ist keine Überforderung. Es ist lebenspraktisch und nahe. Es liegt vor mir und es ist für mich geschrieben. Es wird sich in meinem Leben zeigen, wohin es mich führt. Wenn ich seinen Weisungen folge, will es mich zum Guten, zum Glück und zum Frieden leiten. Der Flug zu den Sternen reicht Mose nicht aus. Das 2. Bild von der Schifffahrt ans Ende des Meeres zeigt eine andere Unmöglichkeit. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Nun war das Volk Israel ja nicht gerade als Seefahrernation bekannt. Von Schiffen im Meer hat man vielleicht schon gewusst, aber mit dem Meer hat sich dieses Volk eher schwer getan. Mit seinem Brausen, mit seinen Wellen, mit seinen Stürmen und der Tiefe und dem, was sich darin verbarg, da graute es ihnen. Und so lässt Mose sie wissen, es braucht euch vor den Weisungen nicht zu grauen. Ihr müsst euch nicht vor ihnen fürchten. Mose will es dem Volk leicht machen, den Weisungen Gottes zu folgen. Ähnlich wie später Jesus, der die schweren Türen der Gesetze in die Angeln der Liebe hängt. Er zeigt damit, es dreht sich hier alles um die Liebe zu Gott und zu den Menschen. So ähnlich macht es auch Mose. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Er sagt, tu das Naheliegende. Die Weisungen Gottes wollen euer Herz gewinnen. Tu das Gute von Herzen und nicht als eine lästige Pflicht. Damit es aber das Herz erfüllt, muss es immer neu aufgenommen werden. Gesagt und gehört wird es das Herz durchströmen. Am Ende wird das, was das Herz bewegt, nicht nur durch Worte hörbar, sondern auch in Taten sichtbar sein. Guten Weisungen zu folgen, liegt mir ja gar nicht so fern. Ich empfinde es meist auch nicht als Begrenzung meiner Freiheit, sondern eher als hilfreichen Rat,
und auch als Horizonterweiterung. Kochbücher enthalten ja auch viele Anweisungen. Sie sind trotzdem beliebt, weil sie altes Wissen auffrischen und Neues entdecken lassen. Ich denke auch an Erklärvideos im Internet. Schritt für Schritt können sie kleinere oder größere Probleme des Alltags bewältigen helfen. Das will ich also nicht vergessen. Gottes Weisungen sind keine Raketenwissenschaft. Er will mir das Leben nicht schwer machen, sondern durch die Liebe zum Gelingen führen. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, ich frage mich, ob du gerade über mich schmunzeln musst, weil du vor Augen hast, wo ich mir immer noch das Leichte schwer mache. Und weil wir gerade so ungezwungen reden, ich will mir das Vergangene jetzt auch nicht schwer werden lassen. Öffne mir die Augen für das, was du mir nahegelegt hast, dass ich es einfach tue, aus Liebe, aus Freude, aus Dankbarkeit. Du bist mir nahe, das macht mir es leicht. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.